Hallo meine Nasenzähnchen, ich bin Abu und ich habe mal wieder einen Newsflash vorbereitet für euch. Diesmal geht es nur um die IAM Oakland, also wir haben ein bisschen Zeit darüber zu reden. Eigentlich wollte ich das Video mit einem Greenscreen aufnehmen, aber das ist heute nicht möglich aus diversen anderen Gründen. Deswegen RIP Dreams, ihr müsst die Grafiken eben ohne mich aushalten. Ich habe es gerade schon gesagt, es geht um die IAM Oakland und NIP hat es geschafft, gegen SK 2:1 im Finale zu gewinnen und sich $125.000 zu sichern. Insgesamt gab es einen Preispool von $300.000, also es war mega viel Kohle auf dem Tisch. NIP hat es geschafft. Aber es war ein langer und steiniger Weg und ich werde euch alle Details aufbreiten. Wir fangen mit dem Rückblick auf die Gruppenphase an und natürlich ist für uns deutsche Fans ein ziemlich großer Stern aufs Herz gefallen. Mousesport schied mit 0:5 aus. 5 Matches, 5 Niederlagen. Es war einfach niemand richtig on point bei Maus und dann kann man eben auch in so einem hochkarätigen Turnier gar nicht aus den Gruppen kommen. Ich hoffe, dass sie sich jetzt nochmal hinsetzen, darüber reden, reflektieren und stärker aus diesem Turnier hervorgehen. Das gleiche kann man auch über Tai Lu sagen, die auch mit 0:5 ausgeschieden sind. Die haben sich teilweise gut präsentiert, aber es hat eben nicht ganz gereicht. Ich denke, für die Chinesen war es aber eine notwendige Erfahrung, die man eben mitnehmen kann in die Zukunft. Kommen wir zu den überraschenden Teilen des Turniers. Navi schied in der Gruppenphase schon aus. Und die waren bei vielen Leuten, nicht nur Analysten, sondern auch Zuschauern, als Favorit auf dem Zettel gestanden. Interessant, das zu sehen. Vielleicht sollten sie sich zu Mouseboards an den Tisch setzen und sich nochmal überlegen, was da schiefgelaufen ist. Und weg von den negativen Überraschungen, hin zu den positiven Überraschungen. Immortals schaffte es aus der Gruppenphase, die waren selber überrascht. Und FaZe, auch erster Platz sogar in Gruppe B mit einem 5:0 Spielstand bzw. Mapstand sozusagen. Also FaZe die Überraschung der Gruppenphase und sie konnten dann leider nicht ganz daran anschließen. Aber wir kommen jetzt zu den Playoffs. FaZe war eben aufgrund ihres ersten Platzes in Gruppe B schon fürs Halbfinale qualifiziert, genauso wie Astralis. In den Viertelfinals musste zunächst NIP gegen Immortals spielen und SK gegen G2, also interessante Partien. Die Brasilianer starteten schwach gegen G2 und verloren Nuke 16:6. Danach schaltete SK aber den Afterburner an und bashte die Franzosen vom Server. 16:5 auf Train und dann 16:3 auf Dust 2. G2 hat da taktisch meiner Meinung nach viele, viele komische Entscheidungen getroffen. Ich denke, sie könnten sich dann zu Mouseboards und natürlich auch zu Navi setzen. Das zweite Viertelfinale war ein bisschen einseitiger. Wie erwartet gewann NIP 2:0 gegen Immortals. Die Scorelines waren hier 16:9 auf das 2 und 16:4 auf Cobblestone. Und damit kommen wir zum Halbfinale. SK gegen Astralis und zwar ein 2:0 für SK. Device war missing in action, so endete das Spiel 16:14 auf Train und 16:12 auf Mirage. Hätte man Device auf dem Server gehabt, wäre Astralis sicherlich gefährlicher gewesen. Aber sie haben einen neuen Ingame-Leader und sie haben sich gut präsentiert. Ich denke, damit können sie zufrieden sein. Kein Stress für Astralis, aber SK kam ins Finale. Und die viel spannendere Partie, NIP gegen FaZe, das zweite Halbfinale. Es startete schon mit einem Thriller Overtime auf Nuke. FaZe mit guten Chancen hätten die Map auch dicht machen können, aber NIP kämpfte sich wieder zurück und dann gewann sie auch noch 4:0 in der Overtime. Damit hatte sich NIP die erste und die wichtige Map für sie gesichert, denn die zweite Map war alles andere als ein Heimspiel für NIP. FaZe zeigte hier sehr schnell, wer der Boss war und finishte 16:6 auf Train. Und da das erste Match schon so knapp war, taten uns die beiden Teams den Gefallen und machten nochmal Druck auf Overpass. Die Map war sehr stark umkämpft, es endete 16:13 für NIP, aber es hätte gut und gerne auch FaZe sein können, die ins Finale gekommen wären. Und da sind wir eben schon beim Finale. Nach diesem Marathon gegen FaZe musste NIP nach nur einer Dreiviertelstunde schon ins Finale. SK hatte sich am Tag davor schon warm gespielt sozusagen, dann eine kurze Pause, um sich zu erholen. Also man sah die Brasilianer etwas erholter. Es gibt Vor- und Nachteile in dieser Situation. Und es kam eben wirklich auf Kleinigkeiten an. Auf Train musste NIP anscheinend noch ein bisschen Luft holen, denn es endete 16:4 für SK. Aber natürlich auch nicht NIPs stärkste Map. Nach dem Bann auf Mirage musste praktisch Train drin bleiben. Und jetzt kommen wir zur zweiten Map und da sind wir schon bei der Pick- und Bann-Phase. Marvin und ich hatten im Stream schon sehr viel darüber diskutiert. SK entschied sich dazu, Nuke zu bannen und Cash drinnen zu lassen. Also nach den paar Unsicherheiten, die man gezeigt hatte im Turnier auf Nuke,
wollte SK das Risiko im Finale nicht eingehen. Aber die Brasilianer wären nicht sie selbst, wenn sie auf Cash einfach vom Server gegangen wären. 16:14 war das Endergebnis für NIP. Aber es waren wieder Comebacks dabei, es waren Clutches dabei. Es war eine übergeile Map, also schaut euch das Video die nochmal an. Ich werde es euch auch hier verlinken, entweder in der Description oder als Annotation. Also der Weg ins VOD ist nicht sehr weit, nehmt ihn euch, denn dieses Spiel war einfach mega nice. Und um das i-Tüpfelchen noch oben drauf zu setzen, ging die letzte Map Cobblestone auch wieder extrem interessant los. Die Runden wurden getradet, es war immer knapp. Dann kam ein paar Streaks zustande. Es war sogar zwischenzeitlich 14:12 für SK. Aber dann hatte NIP noch das eine kleine Quäntchen Magie übrig und finishte die Map auch 16:14. Also ein richtig erkämpfter Sieg von NIP. Mehr als verdient meiner Meinung nach. Bestätigen ihren Aufwärtstrend in der Szene. Mit dem Comeback von Pödietz haben sie super gut gespielt. Er persönlich eine sehr gute Leistung abgeliefert in den Playoffs. Vielleicht in der Gruppenphase noch nicht so sehr, aber in den Playoffs definitiv ein Schlüsselspieler für NIP gewesen. Natürlich gilt das gleiche auch für Forrest, der sich den MVP geholt hat. Aber meiner Meinung nach muss man auch auf Freiburg schauen, denn der hatte seine Schwächen in den letzten Monaten. Die hat er aber hinter sich gelassen. Also Freiburg wieder in Form zu sehen, zuckersüß für mich. Ich genieße einfach nur noch CSGO in allen Belangen. Jedes Matchup, man weiß einfach nicht mehr, was passiert. Jedes Matchup ist so ultra knapp. Ich hoffe, dass die Teams, die ein bisschen enttäuschter von dem Event nach Hause fahren mussten, es schaffen, an ihren Fehlern zu arbeiten, dass Astralis sich nicht zu sehr stresst wegen ihrem Halbfinal aus, sondern stärker zurückkommen. Und dann bleibt die Szene so knapp wie noch nie, so close wie noch nie, so spannend wie noch nie. Ich hoffe, dass ihr weiter in unsere Streams schaut. Natürlich, lasst mir einen Daumen hoch da, wenn euch das Video gefallen hat. Und abonniert den Channel. Euer Support ist einfach das mega, mega Wichtigste für uns. Dieser eine Klick zeigt uns, dass ihr die Arbeit, die wir reinstecken, eben wertschätzt. Und vielen Dank an alle, die schon abonniert haben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.